Ach so, von hier kam ich. Dann könnte ich ja noch in den Raum hier rein, ne? Ja, und hier gibt es sehr wahrscheinlich Stiere. Oh, ne, doch nicht. Nix gedroppt? Oh, man. Normalerweise droppen die immer was Schönes. Oh, oh, oh. Heute wohl nicht. Ah, noch mehr. Ja, sind das zwei? Das sind zwei. Nice. Double Kill. Man gibt auch. Ah, Double Kills bringen wohl auch mehr Coins. Also, dann kriegt man mehr Loot, glaube ich. Oh. Ob es so ist, weiß ich nicht, aber es wirkt auf jeden Fall so. Oh, ich will meine Coins, ich will die Coins, ich will die Coins. Ich muss dich schnell töten. Ja, danke. Oh, schnell hier. Zack, zack. Und zack. Und alle Coins gekriegt. So. Sonst ist hier noch ein Raum oder... Okay, dann geht's wohl wieder runter. nein, okay, hier ist sonst kein Raum mehr, dann heißt es wieder zurück. Aber immerhin haben wir noch einen Raum mehr denn. Oh, von hier kamen wir auch. Oder da waren wir zumindest schon. Wir müssen nach. Ja, hier ist noch ein Raum. Oh. Ah, die Dinger sind auch. Scheiße. Die sind scheiße, die Dinger, ey. Ja. Okay. Tot bist du. So, okay. Dann ist. Heißt es wohl... Ja, nein, das, die sind sehr nervig. Ach, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Wie war das denn jetzt nochmal? Oh. Komme ich so rauf? Ja. Nein, ich schieße noch nicht schießen. Nein, bitte nicht. Nein. Das ist unfair, wenn ihr jetzt schon schießt. So. Ach, das ist ja cool. So kann ich ja viel schneller nachladen. Wenn ich jetzt einfach nur die... Ah, da oben ist ein Raum. Ich dachte, hier wäre kein Raum. Wenn ich einfach nur die Waffen wechsle, dann sind die auch schon nachgeladen. Das ist ja diese, das sind ja diese schlauen Taschen. Das, was wir so als Karte bekommen hatten. Aber dass das immer so schnell funktioniert, das ist ja schneller als nachladen. So muss ich ja gar nicht mehr nachladen. Also so kann ich das Nachladen ein bisschen schneller machen. Ob das jetzt hundertprozentig schneller ist, weiß ich nicht. Nein, ich wollte hier Dynamite. Oh, Steak, danke. Moin, moin. Munition ist immer gut. Irgendwo muss da noch einer sein. Oh, ja. Wieder ihr. Die typischen Verdächtigen. Nö. Irgendwo ist... Da. Die Dinger sind echt so nervig. Von wenn sie sich mehrmals wegporten. Diesen, ja, gehen wir rein. Huh. Ja, gehen wir rein. Das ist nicht so der beste Raum. Alter Schwede. Den zumindest schon mal töten. So, jetzt kommt ihr dran. Ja, ja, porte dich doch weg. Oh, Munition ist gleich alle. Die Schüsse müssen jetzt ausreichen für ihn. Oh. Mist, Mist, du Mist.
Ich brauche die Kugeln jetzt für ihn eigentlich. Ich kann nicht auch so machen. Oh, Munition, nice. Und Munition. Jetzt bräuchte ich eigentlich noch ein Steak, aber vielleicht kriegen wir das eigentlich auch. Oh, scheiße. Ich glaube, hier sind wir gleich geliefert in dem Raum. Weil jetzt kommen nämlich gleich noch diese Fliegendinger. Oder diese blauen Dinger. Ja, ja, geht's so Redneck-Style. Gerade nicht so. Ich brauche ein Steak, bitte. Oh, jetzt könnte hier Dynamite sehr gut kommen. Oh, ich glaube, ich habe mich gerade selber damit gedamaged. Na komm, dann verballere ich nicht diese Munition. Ist viel zu schön, die Munition dafür. So, ja, wir haben nicht mehr so viel HP. Sieht momentan nicht so rosig aus für uns. Oder gehe ich auch noch in diesen Raum? Das ist Selbstmord. Wobei, ne, ich dachte, hier gibt es eigentlich Stiere. Aber gut, scheinbar doch nicht. Ach doch, der Raum geht. Oh Gott. Da war aber noch einer. Bin ja nicht von gestern. Oh Gott. Kein Steak, kein gar nichts haben wir bekommen. Oh, vielleicht kriegen wir von ihm Steak. Natürlich nicht, aber Munition. Also irgendwie schon witzig, ne? Wenn man Munition braucht, kriegt man Steaks. Und wenn man Steaks braucht, kriegt man Munition. So. Let me guess. Mommy Dad put a seed in Mommy's coffin and... Und ein Steak. Nice, das rettet uns eigentlich den Arsch, kann man so sagen. Moment. So, okay. Gab's jetzt... Ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt noch nicht geguckt. Gibt's hier noch einen Raum? Ich glaube aber nicht. Gehen wir nochmal eine Runde. Nein. Das war wieder Zeitverschwendung. So. Dann. Gucken wir mal hier, ob hier noch irgendwo ein Räumchen ist. Von da kamen wir wahrscheinlich. Ja. Dann könnten wir hier aber noch rein, oder? Nein, hä? Kamen wir doch nicht von da. Da können wir hier noch... Nein, da haben wir beide Räume wohl schon gemacht. Da... Oder die haben einfach eine Verbindung. Dann... Ja, okay. Den haben wir noch nicht gemacht. Oh Gott, ich bin so am Arsch. Wenn ich jetzt hier nur einmal gehittet werde, bin ich sofort K.O. Irgendwelche Fliegedinger oder sowas. Okay, nee, ist nix. Oh, da können wir Dynamite nehmen. Nice. Munition, keine Steaks. Oh, da können wir wieder Dynamite nehmen. Oh, das war schon. Oh, ohne Probleme. Easy. Ja, von da kamen wir. Dann gucken wir, ob hier unten noch ein Raum, eine Kiste oder sowas ist. Nö, warum auch? Gut, das heißt, hier können wir wieder raus. War nur so ein Raum, den man mal so easy machen kann. Dann weiß ich gar nicht. Gibt es denn jetzt hier noch Räume? Moment mal. Vielleicht gibt es hier noch Räume. Ne, hier waren wir schon. Hier irgendwo noch Räume? Räume? Räumlichkeiten? Da vielleicht? Vielleicht hier. Erreiche die Kiste. Oh, das ist, erreiche die Kiste irgendwas. Oh, heilige Scheiße, das... Nee, nein, das schaffe ich garantiert nicht. Da bin ich jetzt, ich habe das jetzt nicht so oft versucht in meinem Leben, aber ich habe es öfters schon versucht und bin kläglich gescheitert.
Deswegen möchte ich jetzt nicht daran scheitern. Da gibt es ja hier unten nur diesen einen Raum, von da kamen wir ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem weitergeht irgendwo. Irgendwie. Hier, nein, die waren wir auch schon. Das muss doch hier irgendwo noch einen Raum geben. Wo wir rein können. Das ist doch hier der Anfang, da müssen wir doch irgendwo weiterkommen. Zum nächsten Stockwerk zum Beispiel. Ja, hier geht's weiter. Oh. Aua, Alter, das war aber ein gezielter, guter Schuss. Der ist gespawnt und hat mich direkt angeschossen. Jetzt muss er aber sehr vorsichtig sein. Oh, oh, oh. Schnell noch die Coins und die Munition holen hier. Und dann... Jetzt müssen wir aber echt, echt vorsichtig sein. Hier darf nicht einer sein, der uns nur ein bisschen Schaden macht. Oh Gott. Wie der zum Beispiel. Vielleicht kann man da wieder ein bisschen eine gewisse Strategie anwenden. Oh Gott. Ja, aber diese Strategie ist recht riskant gewesen. Oh, puh. Haben wir gerade noch so gemacht. Haben wir noch überlebt. So. Jetzt geht's weiter. In den Tod. Irgendwann sind wir tot. Oh, nee, das ist ein fieser Nachteil. Können wir nach oben? Irgendwie. Normalerweise doch schon. Ja. Dann machen wir das auch. Weil Höhenunterschiede sind immer sehr wichtig sozusagen im Kampf. Ups. Das wollte ich nicht. So, von der einen Seite haben wir den schon mal weg. Nur noch der hier. Zack, zack, zack. Der ist aber noch nicht tot. Oder? Oh Gott. Wie komme ich denn da jetzt hier hoch? Alle schon despawned wegen dir. Oh. Keiner hat was gelootet? Was gedroppt? Keiner hat was gelootet. Aber hier gibt's die nächsten Türen. Das freut mich. Oh Gott. Machen wir hier schnell einen Abgang. Frösche. Wo sind die Frösche? Froschi, Frosch. Oh. Nein! Nicht im Ernst. Das war doch lächerlich. Nein. Wir haben 168 Minions gekillt. Du hast die Spitze nicht erreicht. Oh. Aber ich bin, vorher bin ich weitergekommen in der letzten Runde, die erste Runde, die ich insgesamt gespielt hatte. Da bin ich hier bis hierhin gekommen. Also bis zur Mitte. Also ich weiß nicht, wir sind jetzt erst im zweiten Stockwerk gewesen, ne? Ich bin, in der letzten Runde, meine erste Runde, nach 3 Monaten, da bin ich in den dritten Stockwerk gekommen, hab da irgendwie knapp, auch Ende 100 irgendwie Minions gekillt. Gut. Ja, Segment Göttin der Heilung haben wir auch noch. Aber ich nehme jetzt erstmal nochmal Redneck. So, aber für heute war es das tatsächlich schon, weil ich möchte, oder mein Plan. Here's the new contender, straight out of Kansas, gonna kick some names and take. Wait, no. Okay. So, ja, weil ich möchte nämlich, mein Plan ist es, dass ich die Folge morgen schon, also, naja, wir haben es momentan, wir haben den 28.04.2018 um 0.41 Uhr und mein Plan ist es, heute am 28. zu veröffentlichen. Ob das mir gelingt, das werdet ihr ja sehen. Ich glaube aber nicht, beziehungsweise das wären dann 2 Folgen, das werdet ihr dann wahrscheinlich erst am 30., 31.01. oder sowas sehen, diese Folge hier. Jetzt haben wir 2200,
80 wieder. Ich könnte mir auch mal zum Beispiel den Händler gönnen, aber den Händler feiere ich nicht so, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich nicht. Munition zum Beispiel. Was machen wir einfach mal einmal? Ein Steak Upgrade. Mach ich, glaube ich, auch einmal. So. Wenn wir jetzt diese 400... So, das sind ja auf jeden Fall schon... Boah, okay, denn das passt zum Beispiel schon mal nicht. Da können wir nichts machen. Oder zum Beispiel hier. Doch, das könnte man machen, rein theoretisch. Ich könnte jetzt noch einmal Leben machen. Ich mache jetzt noch einmal Leben. Und dann haben wir noch 680. Dann könnten wir entweder das oder sonst sogar noch andere Sachen machen. Wir könnten uns sogar noch Apis Gunst holen. Rein theoretisch. Aber, naja, also ich würde jetzt erstmal auf Verteidigung, also allgemein aufs Leveln gehen, sozusagen, auf die Fähigkeiten. Also die Verteidigung, ne? Angriff und so weiter. 680. Was ist da jetzt am schlauesten? 605, das geht schon mal in die Richtung. Ja, 605, das ist das Beste sozusagen. Aber was bringt mir jetzt für die nächste Runde rein theoretisch denn am meisten? Also kritischen Schaden, da haben wir ja kaum was. Da habe ich bis jetzt nur einmal gelevelt. Das könnte man zum Beispiel machen, damit man das einfach mal gemacht hat. Damit man, ne, nicht nur zum Beispiel, wenn man jetzt 50 auf Angriff hätte, aber immer noch 3 bei, 25, bei Verteidigung. Das ist, was ich meine, dass man dann so einen Ausgleich hat bei allem. Jetzt so Gunsten zu kaufen sozusagen, also andere Charaktere, das ist nebensächlich so. Das muss jeder für sich selbst wissen, finde ich so. Aber ob man jetzt mit dem oder dem Charakter spielen möchte, deswegen am Anfang sollte man halt erst, ne, Angriff, Verteidigung oder Munition, was man halt selber, jeder hat so seine eigene Strategie. Aber ich gehe immer vor allem nach dem Preis und was mich denn weiterbringt für die nächste Runde, denn so denke ich denn meistens. ich glaube, ich mache dann nochmal ein Steak-Upgrade oder mache ich das? Ich hätte eigentlich auch Lust, nochmal hier auf Angriff zu gehen, aber das kann man ja auch nochmal in der nächsten Runde machen. Die Chance auf kritischen Schaden habe ich auch 3 gemacht. Ich mache jetzt einfach, zack, Steak-Upgrade noch einmal und dann haben wir 75 als Steuer abgegeben. Aber ist ja bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. 13 haben wir bei Gesundheit, wir haben 7 bei Verteidigung, wir haben 9 bei Angriff mittlerweile. 5 haben wir jetzt bei Steak-Upgrade. Ich glaube, wir haben jetzt 2 oder 3 Mal sogar noch Steak abgegradet. Und Munition haben wir auch noch einmal gemacht. Oder? Ja, haben wir gemacht. Einmal. Das war ja vorher bei Level 1. Ja, also wir sind in diesen ein, zwei Folgen sind wir doch recht weit gekommen. Also haben einen großen Fortschritt gemacht. Behaupte ich jetzt mal. Ich hatte eigentlich ja schon den Händler gehabt. Ich muss sagen, der Händler ist nicht so gut. Das lohnt sich nicht so. Wenn ich... Am Anfang dachte ich mir so, ja, wenn ich den Händler endlich habe, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten im Spiel sozusagen. Kann mir da Sachen kaufen, die ich dann in der nächsten Runde verwenden kann. Ja, naja, einerseits ist das sau teuer hier und andererseits, ja, weiß ich nicht, sind die Sachen nicht gerade das Besonderste und es gibt nur 4, 5 Items, die man sich holen kann. Das ist nicht so das Wahre, ehrlich gesagt, und auch nicht 1500 Coins wert, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, das ist ja jeder seine Sache, wie gesagt, ob man den Händler braucht oder nicht, aber ich kann ihn nicht empfehlen, am Anfang zumindest nicht. Vielleicht später mal oder so, wenn man dann die Coins über hat, aber sonst am Anfang nicht. Gut, habe ich jetzt glaube ich schon 3-mal gesagt. Wir sehen uns aber auf jeden Fall bei Minecraft wieder. Ich weiß, momentan kommt nur Minecraft. Das würde jetzt auch erstmal weiter so gehen. Sims wird aber dafür noch natürlich abwechselnd zu Minecraft kommen. Und Immortal Redneck, wie gesagt, das habe ich ja auch schon am Anfang des Let's Plays gesagt. Das wird alle, wann ich halt Bock habe, wird eine Folge kommen. Ob das jetzt einmal in der Woche ist, ob das einmal im Monat ist oder ob das jetzt 10-mal am Tag ist, das entscheide ich denn oder meine Lust, meine Laune sozusagen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Und ich versuche jetzt wieder, oder ich versuche nicht, ich werde wieder durchstarten auf YouTube sozusagen. Also ich werde jetzt wieder regelmäßiger Videos bringen, auch wie regelmäßiger Stream. Morgen werde ich zum Beispiel auch streamen am Samstag. Das jetzt heute jetzt hier anzukündigen, macht nicht so viel Sinn, aber
Ich meine nur, ich werde jetzt wieder häufiger streamen. Mein Ziel war, also mein geplantes, habe ich ja im letzten Stream erzählt, dass ich jetzt immer Samstag streame oder beziehungsweise am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Nicht jeden Tag unbedingt, aber halt nur geht nach meiner Lust und Laune. Aber ich bin am Planen, dass wir einen festen Termin vereinbaren, damit man denn zum Beispiel Samstag 16 Uhr dann immer einschaltet oder Freitag, Sonntag, je nachdem. Ich würde sagen Freitag oder Samstag. Samstag ist eigentlich der beste Tag dafür. Wobei von Freitag auf Samstag eigentlich doch besser ist. Ich weiß nicht, muss ich noch gucken. Aber auf jeden Fall laber ich jetzt mal hier nicht so viel Müll. Wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen von Immortal Redneck oder Minecraft oder wieder Sims. Oder wieder auch mal The Forest, das könnte auch sein. Oder in einem Stream spielen wir wieder Fortnite oder irgendwelche anderen Spiele. Ihr könnt mir übrigens Spiele, die ich im Stream spielen soll oder was, könnt ihr mir gerne immer Spiele in die Kommentare schreiben oder die ich auch Let's Playen soll. Könnt ihr mir so viele Spielevorschläge geben, wie ihr wollt. Da bin ich nicht abgeneigt zu, weil ich brauche Spiele-Titel, die ich jetzt playen kann, beziehungsweise gute Titel, die mir selber auch persönlich gefallen, die man auf einen längeren Zeitraum spielen kann. Solche Spiele suche ich. Zum Beispiel im Stream, die man dann wirklich lange suchten kann, damit man dann auch zum Beispiel mal 24-Stunden-Stream machen kann und dann wirklich nur ein Spiel straight durchzockt. Also sozusagen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber okay, wir sehen uns auf jeden Fall in anderen Videos. Von meiner Seite aus war's das. Tschö. Middle.